Und wir kommen da oben hin. Alles klar. Gut, anscheinend gibt es hier zurzeit keine Monster. Oder doch, da ganz hinten habe ich, glaube ich, eins gesehen. So, dann gehen wir hier lang. Ja, da ist ein Monster. Mal gucken, wie die so ticken, die Monster. Okay. So ein bisschen Ingame-Sound leider mal so. Okay, diese. Oh, die geben gut, obwohl die ziemlich schwach sind. Hier kann man nur im Kreis gehen. Toll. Gut, da oben sind auch wieder Monster. Ist hinten noch was? Sorry. Weil die Kämpfe, die gehen ja sehr schnell. Weil die sehr stark sind. Oh. Gut, und jetzt kommt Jazz. Gut, und du bist mehr als tot. So, hätten wir das auch. Gibt es hier eine Truhe? Nee, schade. Gut, dann gehen wir da hinten mit dem Teleport. Gut, dann müssten wir wahrscheinlich da oben aufs Gebäude drauf kommen, wo die Monster waren. Oh, ja, da sieht es ja richtig mies aus. Da hinten, okay. Hauen wir als erstes den da um. Die Kämpfe, die gehen ja recht schnell, von daher kann man die ruhig vermachen. Ich glaube, der würde die fast allein schon mit seinen normalen Attacken platt machen. Was zum Schaden. So, und Jay ist fast Level up. Schön, schön. Okay, wir versuchen erstmal nicht. Nein! Ich wollte eigentlich noch gar nicht in den Teleporter rein. Okay, einen Speicherpunkt. Nutzen wir natürlich. Insel des Hochmuts. Gut. Nein, kein Cut, keine Angst. wir speichern hier. Mal endlich das Schneebedeckte wegmachen. Ist ja widerlich. So. Gucken, wie viel die geben. Vielleicht geben die ja sogar einen Tick mehr. Okay. Halten zumindest einen Tick mehr aus, so wie es scheint. Okay. Oh ja, die geben auch gut. Sehr schön. Jazz und Viola Level up. Gut, da wir gerade eh nicht healen können, könnten wir Viola eigentlich auch noch aus dem Team nehmen. Weil Viola 34 machen wir Gavotte rein und das Rest lassen wir so. Gut, kämpfen wir mal. Oh, die fangen an. Dudu. Okay. Did I make your eyes spin?
Ja. Sieht schön aus. Oh. Verdammt. So. Hätten wir das auch. Und es gibt sehr schöne Erfahrungen. Alcredo 32. Ja, ich werde mal, mal gucken, ob man Aurora vorher nicht rausnehmen kann, weil ich finde den Skill jetzt halt nicht so pralle. Ich möchte ja Schaden machen. Deswegen werden wir einfach mal gucken. Vielleicht muss man dann Skills ändern bei Ekabot und dann macht die auch schon wieder mehr Spaß, weil sie Schaden macht. So. Ekabot fürs Level Up. So, gucken wir mal. Für Aurora-Vorhang machen wir Mitternachtswolke. Ja, Mitternachtswolke hört sich ganz gut an. Wir gucken erstmal hier unten, was hier so ist. Oh, im Prinzip laufen wir da im Kreis. Gut, wir gehen erstmal in die... Oh, da sind wieder so viele Teleporter. Gehen wir mal hier hoch und gucken. Da ist ein Gegner. Was ist da ganz hinten? Gucken wir mal. Ist da eine Tour? Ne. War jetzt gar nicht zu sehen. Okay, so langsam könnten wir auf jeden Fall doch einen Heal bekommen. Oh. Sehr nice. So einfach geht das. Robot Level Up. 32. Gut. Nee, wir werden... ja. Nee, wir brauchen nämlich doch schon hier, würde ich schon sagen. Weil wir doch gerade gut einstecken müssen. Erdheal. Ah, nee, das ist ja so ein Fuck-Heal. Da muss man in der Nähe sein, das ist natürlich sehr doof. Egal. Das Regeln war schon irgendwie gleich. Ja, macht ihr mal lange Runden, ihr seid eh gleich tot. Tot. So. Ja. Nee. Dann nehmen wir... Viola hat den besten Heal. Machen wir jetzt wieder rein. Es ist zwar doof, wegen des Überleveln, aber sie hat einfach den besten Heal. Bam. So, der Kampf ist auch vorbei, wieder 14.000 Erfahrungspunkte. So, Jazz Level Up, Alcredo Fasten Level Up. Yay. Heal Arrow! Bullseye!
Shadow Assault! Did I make your eyes spin? Okay, klasse. Ja, gut. Da kommen wir doch mal ohne Kratzer von. Gut, der Kampf ist auch vorbei. Pretty good, huh? Alcredo, Level 33. Gut, bis 34 level ich die und dann switch ich erstmal wieder. Moment, was gibt's denn hier so? Vielleicht gibt's ja hier mal ein paar Truhen. You better pull your head in. Bam. You don't look so good. Shadow Assault! Did I make your eyes spin? Geoklinge. Aber ganz klar. Bam. So. Viola fast Level 35. Don't be such a crybaby. Ich glaube, ich kämpfe jetzt nicht zu viel, aber so Erfahrungspunkt muss man schon mitnehmen. Did I make your eyes spin? So, wäre der Kampf auch vorbei. Genau, und das Gute hier dran ist, die Kämpfe gehen halt relativ schnell, da wir doch schon ziemlich gut dabei sind, ohne Plätzchen. Level 35, böser Schlag, sehr schön. So, was gibt's hier unten denn? Feines? Außer ein Teleport? Ne, wir gehen da hinten mal in den Teleport rein. Vielleicht gibt's da nämlich dann die Truhe, die da hinten ist. Nee. Links oder rechts? Hier gehen wir rechts. Wollte eigentlich heilen. Naja. Bam. Did I make your eyes spin? So, hätten wir das auch Jazz fast ein Level up. Gut, gehen wir mal mit dem Teleport. Und